Wow, 1001 Abonnenten. Der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Ich versuche ja immer, euch schöne und manchmal auch spannende Sachen zu zeigen. Aber ihr könnt euch vorstellen, es klappt nicht immer alles. Daher diesem Special heute die Outtakes und Fails, also kleine Schnipsel, die es aus irgendwelchen Gründen nicht in die Filme geschafft haben oder Dinge, die richtig schief gelaufen sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Das Dach ist voll mit Löchern. Versteht ihr nicht? Das Dach hat Löcher. Stecke fest. Hier kann ich keinen Rucksack losziehen. Oh. Auch die ein oder andere Begegnung mit einem Tier war dabei. Schaut euch das mal an. Ups. Auch die Kameras mussten einiges mitmachen und leider haben es einige auch nicht überlebt. Tolles Vergnügen gewesen. Auch das Wetter hat leider nicht immer mitgespielt. Manchmal war das Wasser einfach nur im Weg und manchmal war es überall.
Nicht nur das Wasser hat mich vor Herausforderungen gestellt, manchmal auch die Fremdwörter. Das hier ist die Erdhäuserkutte, früher nannte es. Das hier ist die Erdhäuserkutte. Dieser See ist die Erdhäuser. Dieser See ist die Erd. Wie heißt das Ding? Das hier ist die Bernshäuserkutte. Früher wurde sie auch Grüne Kutte genannt. Er ist ein meromiktisches Gewässer. Das heißt, ups, Moment. Oh. Er ist ein meromiktisches Gewässer. Das heißt, dieser See ist eine Besonderheit, denn er ist ein meromiktisches Gewässer. In der Limnologie, also in der Kunde der Seen, wird ein meromiktisches. Hier geht es teilweise sehr rutschig im Stein ab. Also in der Limnologie wird ein meromiktisches Gewässer. Oh Gott, meromiktisch. Wie heißt es denn? Meromiktische Gewässer heißt in der. Dieser See ist eine geologische Besonderheit. Und zwar, er ist mexomitisch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht im See lande. Der ganze Prozess heißt Mexomismus. Oh, der ganze Prozess heißt Mexonitis. Wie heißt denn der ganze Prozess? Dieser See ist eine geologische Besonderheit, denn er ist meromiktisch. Das bedeutet in der Limnologie, also in der Kunde der Seen, dass die Wasserzirkulation nur oberflächlich stattfindet und nicht bis in die Tiefe geht. Das heißt, das Gewässer oben wärmt sich auf, das untere Gewässer bleibt genauso, wie es ist. Dieser ganze Prozess nennt sich Meromixis. Jo. Und was ich euch schon immer sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Macht's gut, das war Pavlos. Yassas!